hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wie ihr Wunder in eurer Realität manifestieren könnt. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 10. März 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr bedacht, wenn wir die Kollektive, die sich in höheren Dimensionen als der unseren befinden, um Hilfe bitten. Wir bitten nicht mehr unbewusst um das, was wir wollen und brauchen, wie ihr es tut. Vielmehr sind wir uns über unsere Bitten im Klaren und lassen dann die Art und Weise der Übergabe los. Mit anderen Worten, es ist uns egal, wie und von wem es kommt. Die Art und Weise, wie es kommt, ist uns egal, solange der Wunsch erfüllt wird. Wenn ihr um etwas bittet, das ihr von höherdimensionalen Wesen und Kollektiven haben wollt, achtet darauf, ob ihr an das Wann, das Wie, das Übergabesystem und sogar an die Person, von der ihr das Gewünschte erhalten werdet, gebunden seid. Wenn ihr auf irgendetwas davon Wert legt, dann verengt ihr den Weg, durch den alles, was ihr euch wünscht, zu euch fließen kann, und das wollt ihr nicht. Ihr wollt flexibel sein und das genießen, was ihr habt und was auf euch zukommt. Ihr wollt dankbar sein und nach all den Möglichkeiten suchen, wie ihr euer Leben jetzt genießen könnt, anstatt euch darüber Gedanken zu machen, wann euer Paket vom Universum ankommt. Seid offen für alle Energien, die euch in jedem Moment zufließen können, und ihr werdet mehr Möglichkeiten haben, die Realität zu erschaffen, die ihr euch wünscht. Erinnert euch daran, dass Manifestationen nicht immer in physischer Form kommen, sondern manchmal auch in nicht physischer oder energetischer Form und dass man sie vielleicht erst zusammensetzen muss. Das kann der spaßigste Teil der Manifestation sein, aber auch hier gilt, wenn ihr euch daran klammert, wie sie kommt, wie sie aussieht, wann und wo, könnt ihr verpassen, was ihr euch gewünscht habt und was ihr schon seit geraumer Zeit wollt. Wir wollen, dass ihr die Schöpfer eurer Manifestationen seid, die ihr in diesem Leben und auf eurem Weg in die fünfte Dimension sein sollt. Ihr werdet diese Fähigkeiten brauchen. Ihr müsst wissen, wie ihr das anbieten könnt, worauf das Universum angemessen reagieren kann. Seid locker mit euren Wünschen. Fühlt euch wohl in dem Moment, in dem ihr jetzt lebt, und seid bereit, um alles zu bitten, was ihr wollt. Wenn ihr bereit seid, große Träume zu träumen und alle Wunder zu erwarten, die ihr euch in eurem Leben wünscht, werdet ihr euch der Quelle näher fühlen, der Quelle, die in euch ist, der Quelle, die euch umgibt und der Quelle, die ihr wirklich seid. Die Quelle zweifelt nie an ihrer Fähigkeit zu manifestieren und zu erschaffen, und das müsst ihr auch nicht. Ihr habt die ganze Macht in euch und ihr fangt gerade erst an zu verstehen, wie ihr sie nutzen könnt. Wir werden euch weiterhin zeigen und erklären, wie ihr die Schöpfer werden könnt, die ihr schon immer sein wolltet. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.